Tiny Tina ist gerade einmal 1,53 Meter groß. In München will die amtierende WBC-Weltmeisterin ihren Titel verteidigen. Auf der großen Jubiläumsgala kommt der Kleinsten, also die größte Rolle zu. Ihre Gewichtsklasse? Das Mini-Fliegengewicht. Ich bin winzig. Es ist die leichteste Gewichtsklasse bei den Frauen, also 47,6 Kilo. Ich kriege nicht mehr auf die Waage, auch wenn ich viel esse, deswegen passt das schon. Am 6. April geht es dann auch um die Europameisterschaft und die internationale WBC-Meisterschaft. Die Titelkämpfe bilden den Rahmen für den Jubiläumsabend in München. Denn der Bund Deutscher Berufsboxer feiert seinen 70. mit einer ganz besonderen Gala. Von daher wird auch hier viel Prominenz auflaufen. Ja, ich habe auch gehört, die Klitschkos kommen, Darius Michalczewski, Regina Halmich, Axel Schulz. Und das ist dann natürlich auch für einen jungen Sportler wie mich, ist das natürlich nochmal ein schöner Pluspunkt, sage ich jetzt mal, unter den Augen solcher Leute hier boxen zu dürfen. Ich will natürlich meinen Gürtel behalten, auf jeden Fall. Wir haben eine starke Gegnerin, Marichella Quintero aus Mexiko. Ja, ich bin top vorbereitet, ich fühle mich super fit und ich freue mich mega auf den Kampf. München und Boxen? Das passt. Wir sind Bayer, wir sind Münchner und wir freuen uns, so große Stars wie Klitschkos, wie Darius Michalczewski, Arthur Abraham, dass ich jetzt nicht alle aufzähle, hier bei uns im Haus zu haben, begrüßen zu dürfen und das bei einem Jubiläum von 70 Jahren Bund Deutscher Berufsboxer. München ist ja eine Stadt, eine Weltstadt, sage ich schon. Und auch die Location hier ist also sowas von hervorragend, dass ich also nichts weiteres machen konnte, wie immer nur meinem Präsidenten zu empfehlen. Hier ist der richtige Ort, hier können wir unser 70-Jähriges richtig feiern. Und hier treffen die bayerischen Boxer dann auf Gegner aus der ganzen Welt. Noch gibt es Karten für die Boxgala am 6. April.